Es geht um das, was den Vorarlberger ganz massiv und ich glaube schon ewig bewegt, die sogenannte Schuldfrage. Wer ist schuld? Der Vorarlberger beschäftigt sich massiv damit, wer ist schuld, wenn das Wetter schlecht ist, wer ist schuld, wenn das Wetter gut ist, wer ist schuld, wenn nichts passiert, wer ist schuld, wenn etwas passiert. Müllskandal, es kann jedem passieren. Der Schuldige ist wichtig und die Untersuchungen, die sind sehr spannend gewesen, die sind sehr befruchtend gewesen. Das hat da Momente gegeben, wo es sehr viel Spaß gemacht hat. Was am schwierigsten war, ist die Geheimhaltung gewesen, bis wir das Ergebnis präsentieren können. Das ist ganz schwierig gewesen. Und wir haben uns auch ein bisschen gefürchtet vor dem Gerle Backer. Und Superländle kommt diskret und alles ist schwer schockiert. VKW sieht so wie Sand, es ist eine Sauerei, eine Schand, das ist bei uns passiert. Da hat einer geschrieben, über die Schuldfrage vom Häusle, ja, wahrscheinlich wäre der Backer schuldig sein letztendlich. Und das, die Idee hat mir an sich gefallen, weil man ja keinen Schuldiger fährt oder fährt will oder noch nicht gefunden hat. Wenn man denkt, am Urfast ist es. Dann hat man Schuldigen und dann sind das die Backer. Und die Idee haben wir ausgebaut und die Backer, die sind, und das haben wir draufgeholt, die sind sehr kreativ, haben eine hohe kriminelle Energie und haben einfach das, aus den Seilbussen haben die einfach angefangen, das Zeug verscharren und somit ist der Beweis, dass die Leute eigentlich gar nicht schuldig sind. Das sind einfach Backer. George, sag, wer ist es? Du siehst doch Geld als genau. Ja, du hast doch halt den Durchblick. I can see clearly now. Er hat dann mich ins Boot geholt und den George Nussbaumer. Und dann haben wir eben gemeinsam die Musik dazu kreiert, haben das Ganze bei mir daheim im Tonstudio aufgenommen. Gemischt haben wir es dann in Los Angeles und anschließend ist es natürlich als Video gegangen, weil der Song ist ja die Basis für das Video. Es war immer sehr, sehr lustig, humorvoll, also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, weil es einfach mit dem George und dem Uli sehr lustig ist und weil wir sehr konträre Typen sind. Ja, es ist einfach so, dass diese Firma ist, die großartige, brave Backer macht und die sieht so gerne Farbenblinder, dass die nicht gelb sind. Und insofern hat das sau gut gepasst und wir sind dann sehr dankbar, dass wir das da machen dürfen. Die Baggerboys werden weiterhin aufmerksam durchs Leben gehen und schauen, was sonst noch so passiert. Wer weiß, vielleicht hassen wir irgendwann nur Baggerboys, sondern Liftboys. Es soll ja liftig jetzt vor Adelberg, wo sich weigern weiterzufahren. Also da könnte schon noch was auf euch zukommen.